Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 22 Grad. Diesmal mit Musik, die mir jetzt gerade wieder auf Fanshop Radio ausgibt. Es ist zum Mäusemelden. Da ich halt bei Hauptbelleron halt keine Musik an habe, weil ich die so einsetze, weil ich die Videos mehr schneide, vergesse ich das halt hier gerne, die Musik anzumachen. Mein Gott. Aber wie ist auf 7 auf einmal so dunkel wird? Alter. Naja. Sagen wir es müssen wir mal am Radio laufen. Oh ne. Nur wenn ich die Musik im Nachhinein einfüge, die Lieder hier jetzt, wie die hier laufen, dann sind die meistens zu laut und dann registriert YouTube die irgendwie und anscheinend sind die Netze ganz copyright, keine Ahnung. Aber gut. Im Endeffekt. Ich glaube, so schlimm ist einfach, wenn da keine Musik läuft. Also. Ich habe ja schon genug eigentlich. Ja, egal. Besonders sehe ich echt nichts mehr. Ups, falsch Schalter. Was aber ist nicht vorne noch an? Naja. So viel bringt es jetzt auch nicht. Stopp. Nein, nicht stehen lassen. Aber geht eigentlich komplette Jahr über hier spielt die Sonne zur selben Uhrzeit unter oder ist das auch ein Unterschied? Mit den Jahreszeiten und so. Das ist eine gute Frage. Mal sehen wir dann vielleicht. Irgendwann. So, haben wir hier schon mal fertig? Da müsste davon jetzt irgendwo der nächste Startpunkt sein. Wenn ich es finden würde irgendwo. Da. So. Aber mir ist es eindeutig zu dunkel. Und es kann ja noch einen Tag warten. Ganz ehrlich. Sieht halt bei den Kühen aus wie früher. Allgemein bei den Kühen gerade. Was wir echt viel verbraucht schon. Boah. Sind so viele Milch. Ach, schon mal. Strom. Ups. Okay, guck ich mal. Was sagst du, wird mir nicht angezeigt hier? Ach, komm. Das ist so eine Sache, die ist fehlerhaft, okay? Hier wird kein Gras angezeigt. Was ist hier? Naja. Benötigt Kalke. Ah. Ja. Kann ich Feierabend machen, Schura. Dann hast du einen halben Strohballen oder was ist ein Strohballen da rein? Und Scheiße da drin ist. Damit ich die Futter habe. Naja, erstmal schlafen jetzt. Ja, bis um 9 reicht. Also. Minimum. So regnet es schon wieder. So, dann sehen wir weiter. Da. Aber mir macht das eigentlich keinen Unterschied, oder? Och,
Ich denke mal, da würde mir das angezeigt werden, Mensch. Da es Verluste kriegen würde oder so, also. Was wenn sehe ich jetzt was? Das ist Gold wert jetzt. So viel ist es auch noch mehr und dann. Können wir mal schwaden. Aber dann mal streckt er wieder richtig rum. Weil der auf jeden Fall gemerkt, dass der Schwaden ein Problem hat. Also den lohnt sich, also warum soll ich den so oben nehmen? Also. Macht ja keinen Sinn. Gerade mal aus den Wänden. So. Machen wir so. Einmal zurück und dann fertig, oder? Ja. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft. Hat ja gar nicht lange gedauert. Nein. Gar nicht, also. Zwischen noch und dann. Kann ich das Ding so lang fahren da? Ach, was ich aber bauen wollte, stimmt. Gerade mal. Fahrrichtung wechseln. Ups, nein. Komm schon jetzt, aber. Ich wollte einfach noch bauen, das kann man schnell machen. So steht hier vorne ein Autokraniker. Traktor rollt noch gut, okay. Er rollt immer noch weiter, jetzt steht er wieder, okay. Dekoration, sonstiges. Und zwar habe ich hier so einen Waschplatz gefunden. Den würde ich gerne hier hinstellen. Aber die Sache, dass hier ein bisschen unheimlich ist. Die Scheiße hier. So. Wie sieht's jetzt aus? Weil das Durchfahrding brauche ich nicht. Nee. Sag es nur. Das gerade mal noch tiefer. Weil der hat so eine Kante drin. Ah, aber. So sollte das doch einigermaßen. Also platziert, okay. Was sind 0 Euro? Hä? Wieso kostet 0 Euro? Oder hab ich den Einbau noch drin? Ah! Ja, ich hab den Mann noch drin. Ich muss wieder raus. Scheiß Ding. Wie viel kostet der normalerweise? 50 Euro, okay. Ja. Zieh mal klar ab. Also, warte mal. Das ganze Gras da noch. Ja. Das ganze Gras da noch fort. Machen wir das so. Na ja, gut, das passt erstmal so. Das mache ich den nächsten Tag dann auf Cam. Hier ist doch einiges anderes noch umbauen. Achso, ja, Gang einlegen wäre gut. So,
das komisch nicht weit. Dann haben wir da endlich mal einen gescheiten Waschplatz hier, ey. Mein Gott. So, das Ding ist dann sauber. Und dann. Denke ich mal, dass ich das dann nicht wieder verkaufen werde. Wie viel bringt mir das noch? Garagenmähwerke. Auch knapp 40.000. Von gekosteten 50.000. Ja, das geht eigentlich. 7,3 Meter. Wie groß ist das hier? 12, gell? Gutes Mähwerk habe ich auch noch. Das kann ich eigentlich noch. Also, ja, ich lasse mal drin. Ich werde beim Blick das hier zu nehmen. Halt mit. Das ist auch teuer, aber 12 Meter. Die rechte Schweiterlage. Also. Das ist zwar auch schön, aber. So ein neues Ding hier mit dem da vorne. Ja. Ja, mal gucken. Achso. Ja, Gang einlegen, so. Stell dir mal das Ding mal da vorne hin. Muss Stand erst einmal. Ich glaube, dafür muss ich kurz zusammenklappen, damit ich da hinkomme, oder? Oder? Ne, das war keine Kollision nochmal. Perfekt. Ja, angedockt. Jetzt brauche ich einen Schwader. Damit wir da weitermachen können. Also, wenn ich das Ding kaufe, dann kann ich den Schwader ja auch verkaufen. Das heißt. Ja, ich würde ganz sagen, zum Fliegen mit einer Klappe, ja. Ziemlich. Ja, aber warte mal. Ich brauche einen Schwader ja eigentlich noch. Wenn ich Heu machen will. Ja. Also baue ich den ja eigentlich schon. Ja. Ah ja, gut. Also den Schwader muss ich behalten. Da ich jetzt keine Heutrocknung habe oder man auch nicht Ballen trocknen kann. Brauche ich den logischerweise noch. Aber ich mache jetzt erstmal Silage einfach. Weil Ballen habe ich ja eigentlich, denke mal, für das Jahr muss genug sein. Und dann kann man ja noch. Wenn ich nämlich erstmal verkaufen und mal Geld kriege noch. Und dann sollte das alles. Da kommen ja schon einige Ballen zusammen, also so ist ja nicht. Deswegen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eigentlich eine Ballenpresse, wo man variieren kann, oder? Sehen wir dann. Weil da wird schon logischerweise die größten eigentlich machen. Dass das alles passt. So. Bin ja schon schlau. Gut, schneller als 14 geht nicht, okay. 15. Brauche ich eigentlich den vierten hochschalten, das ist egal. Egal. So, wenn der dann die ganzen Bäume immer fällen. Ja. Auf jeden Fall eine Sache, die man machen kann. Sieht zwar schön und gut aus, aber. Ist dann mal mehr Fläche, die man bewegen kann dann. Von daher. Von oben kann man den Hof erweitern. Wenn ich damit was fällt. Naja, ist ja im Winter da. Und wenn wir dann Zeit haben. Ist die Maschine jetzt noch irgendwann fertig?
Aber was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Mais ansehen wollen würde oder so? Also, was passiert denn da mit der Frucht? Kann ich einfach den ansehen oder? Gute Frage. Ja. Kann ich keiner ausprobiert. Was dann passiert. Oder verwelkt es einfach direkt, oder? Naja. Sehen wir da. Also, vielleicht, wenn ich es nochmal ausprobiere, dann sehen wir es. Aber ist jetzt nicht im ersten Mal mein Plan, von daher. Schwarz macht so Spaß, ja. Wenn es voll auf mir hätte, könnte ich den daher schicken. Und gut wäre. Aber nein, habe ich ja nicht. Und das, was ich gerade mache, lohnt sich auch erst später wahrscheinlich. Wenn man das so sagen kann. Ich finde ja auch diesen Kontrast geil, den ich habe von den Traktoren. Ich habe zwei Oldtimer. Habe einen recht modernen an sich Traktor, den Lindner. Und hab dann noch einen Elektro-Traktor. Ja, ganz modern ist. Das ist alles Mögliche hier verteilt. Das ist unerschlich. Probierer, der Mercedes-Stern ist wieder aus. Gell? Also, keine Ahnung, was das war, dass da Mercedes-Stern drauf war, aber er ist jetzt zumindest wieder aus. Seit dem großen Update. Also, naja. Ob das irgendwas zu tun gehabt hat oder. Keine Ahnung. Wir mal abwarten einfach. So was kommt. Ja. Aber das ist auch gleich fertig. Na ja, gut, okay, da vorne ist noch eine größere Fläche. Die man dann Spanner klappt das einmal frei. Der macht zwei Arbeit. Gleichzeitig mal hängen alles aus. Lässt nichts liegen. Außer ich fahre halt dran vorbei. Aber ansonsten klappt das alles einmal frei. Drehen wir wieder rum. Dann noch einmal hin, noch einmal zurück und dann das andere Stück da vorne noch und dann. Haben wir es hier unten noch fertig. Die Maren ist auch schon weit, okay. Stopp. Mach mal das, ne? So. Jetzt vorwärts. Da habe ich eine Schwarz draußen, würde ich. Dann passt das alles. Und jetzt auf den Ballenpresse rumfahren. Ah. Wunderbar. Gut. Machen wir da vorne noch ein Stück Lege. Und dann machen wir die große Wiese oben. Und dann ist der Tag auch schon fast wieder rum bald. Wahrscheinlich. Wenn ich überhaupt fertig bin mit dem Sparen. Glaube ich nämlich weniger. Stimmt, hier oben steht noch. Aber das Wort kriege ich da. So.
Sind wir da fertig? Jetzt machen wir gerade da drüber weiter. Auf der großen Wiese. Aber gut, also. Nächste Folge später war das alles fertig. Gucken wir, ob wir dann die Sinnmaschine noch brauchen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und nächste Folge nicht verpassen. Und dann schönen Tag noch. Tschüss.